Zurück in Berlin im Upper West Office. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Carsten Maschmeyer verfolgt die Fortschritte seiner Gründer ganz genau. Heute bittet der Investor Linda zum Gespräch. Die BH-Erfinderin gehört zu den Kandidaten, die konstant gute Leistungen zeigen. Der Investor hat bei ihr mehr Probleme mit dem Produkt, dem Linda Bra, als mit der Person. Wie geht's? Sehr gut. Hat viel Spaß gemacht in den letzten Tagen. Die erste Woche war mit Adrenalin geladen, aber so langsam hat sich mein Körper daran gewöhnt. Also Sie haben mir sehr gut in den letzten Challenges gefallen. Vor allem, wie Sie die Footballer motiviert haben. Das war toll, das war richtig Animation, das war Leidenschaft. Are you ready to fight? Yes! Are we a family? Yes! Are we the rebels? Yes! Ich glaube, wenn die rausgelaufen wären, in den ersten Minuten auf jeden Fall, wären die hellwach gewesen und hätten um jeden Ball gekämpft. Von der Gründerpersönlichkeit habe ich bei Ihnen ein sehr gutes Gefühl. Ich mache mir noch ein paar Gedanken über das Produkt. Ich habe auch schon mit meiner Frau telefoniert und habe ein bisschen mich erkundigt. Ich würde gerne in ein Produkt investieren, was sich unterscheidet. Wo wir ganz klar sagen können, jawohl, es gibt schon 500 Sorten von Büstenhaltern und was weiß ich, 100 Hersteller. Aber wir sind die erste Firma, die. Was könnten so Unterscheidungsmerkmale sein, dass sagen, hier gibt es aber BHs, die können das und das oder haben das und das? Darf ich Ihnen das Produkt mal zeigen? Und mal, na klar. Weil da sind schon aber einige. Ich bin kein Experte. Ich habe auch noch nie eingetragen. Und das wird wohl auch nicht mehr kommen. Also, das ist jetzt der letzte Stand des Prototypens. Ja. Und normalerweise ist hier der Metallbügel drin. Und da ist so. Erste Frage: Bei wie viel Prozent der BHs ist ein Metallbügel drin? Also bei sexy BHs sind überall Metallbügel drin. Der Metallbügel ist aber komplett flach. Der Körper ist aber rund, das heißt, er muss irgendwo einstechen. Dann gibt es bügellose BHs, die haben aber wenig Halt. Und wenn sie Halt haben, dann umschließen sie die Brust ganz. Das heißt, der Attraktivitätsfaktor also ist weg. Also wäre die Fährte bügellos, aber trotzdem viel Halt? Genau. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben keinen Bügel, trotzdem sehr guten Halt und trotzdem bequem. Sind das ja mutige Aussagen. Und es ist immer gut, wenn man sagen könnte, nach wissenschaftlichen Studien ist das und das Material das hautverträglichste, das und das Material ist das anpassendste. Mhm. Und weil Sie ja gerade im Online-Marketing sehr stark sein wollen, dass man dann so Links hätte, zu wie bequem ist Silikon oder wie hautverträglich ist der Inhaltsstoff. Ja. Also dass wir Zeugen, wir wollen ja überzeugen, also holen wir doch Zeugen ran, die eben zur Festigkeit, zur Material-Hautfreundlichkeit, dass sie da noch ein bisschen in die Richtung denken. Ja. Es ist im Moment ein sehr übliches Produkt, was keine Kraft zur Unterscheidung hat. Das muss ich schaffen. Dass Sie ganz spitz sagen, mein Produkt unterscheidet sich dadurch, dadurch, dadurch. Und das ist wichtig, denn. Ja. Professor Oberschlau, Institut X, Verbraucherschutz Y. Mhm. Dass wir die Differenzierung hinbekommen. Ja. Also, dass wir den Sprung vom reinen Handyknochen, wissen Sie, was ich meine? Was ist unser Schritt vom Handyknochen zum Smartphone? Ja. Jetzt hat sie spätestens deutlich kapiert, wenn es sich nicht unterscheidet und wir nur eins von 500 Modellen sind oder 100 Herstellern, dann macht es keinen Sinn. Dankeschön. Gerne. An sich selbst und an seinem Produkt zu arbeiten. Genau dafür sind die Gründer hier. Carsten Maschmeyer möchte wissen, welche Fortschritte Seville nach dem Meeting mit dem Lebensmitteltechnologen gemacht hat. Wie weit ist ihre Entwicklung? Da ist es und ich habe mal nach pH-Wertmesser mal geguckt, was es so gibt. Und was gibt's? Es gibt sehr viele pH-Wertmesser, allerdings nicht für den Haushalt. Reicht das denn, nur den pH-Wert zu messen? Also es ist so, mit dem Experten hatte ich ja gesprochen und es reicht völlig aus, um zu sagen, ob es gut ist
Und das geht jetzt für Fisch, für Fleisch, für Milchprodukte? Richtig, für Flüssig-Lebensmittel ist eine andere Sensor notwendig. Für Fleisch und Fisch ist die Spitze wieder anders. Also es gibt zwei unterschiedliche. Aber es ist jedes Mal auf dem pH-Wert basiert? Es ist jedes Mal auf dem pH-Wert basiert. Und haben Sie jetzt vor Augen, wie das zum Schluss ungefähr aussieht und was das eventuell alles kann? Ich habe das genau vor Augen. Also die Vision, wie das am Ende aussteht. In meiner Küche steht ein Gerät neben dem Mixer. Es ist platzsparend. Und wenn ich dann unsicher bin, ob mein Fleisch, was ich im Gefrierfach seit 6 Monaten stehen habe, ob es noch gut ist, taue ich auf, teste es und ich weiß, es ist noch gut und kann ich es nutzen. Ansonsten schmeiße ich es weg. Das ist mein Ziel, dass man eine vereinfachte Version von den Messgeräten entwickelt und für den Haushalt gebräuchlich macht. Wie lange werden Sie brauchen, wie viele Tage, bis wir nicht mehr das sehen, sondern... Ich will, dass wir diese Technik erst haben, dass wir wirklich hier in die Milch reinstecken können, messen können. Wenn das dann funktioniert, dann ist der nächste Schritt. Dann ist das der nächste Schritt, dann ist der jetzt wichtig. Das ist für mich der nächste Schritt, um erstmal zu sehen, wie machen wir das. Ich kann jetzt sehr viel erzählen. Ja. Wenn der Techniker das nicht hinkriegt, dann habe ich... Dann sorgt dafür, dass er es hinkriegt. Super. Ja. Dann viel Erfolg weiterhin. Danke. Bei einigen Gründerinnen habe ich das Gefühl, sie hinken in der Produktentwicklung hinterher. Die Herausforderung ist, kriegt sie das hin?